Dicke Hunde. Schöne Liebesgeschichten. Ich würde schon sagen, dass ich Sven liebe. Also mein Glück ist mehr als groß. Und ein echtes Drama. Nein. Ich habe da auch mit abgeschlossen mit Tanja. Wie bei Bausefrau üblich gab es auch in diesem Jahr nach ein paar Monaten wieder einen Wiederbesuch bei den Teilnehmern. Und davon werde ich dir gleich nicht nur alle schönsten Szenen zeigen, sondern sie natürlich auch wieder kommentieren, parodieren und analysieren. Hallo und herzlich willkommen bei Bauer sucht Frau. Den Anfang in dieser Folge machte Jürgen, um den ja zwei Frauen in der letzten Staffel ziemlich energisch gekämpft haben. Auch bei ihm hat sich seitdem einiges getan. Ja, und leider nicht unbedingt zum Guten, denn mit seiner Favoritin aus dem letzten Jahr ist er leider nicht mehr zusammen. Sie war ein feiner Kumpel, konnte gut leiden, alles soweit okay, aber meine Gefühle waren nicht ausreichend für eine Liebe. Allerdings hatte er auch damals schon beim Scheunenfest eigentlich noch eine andere Frau im Auge. Da gab es nur ein Problem. Sie hat 9 Hunde. 9? Das geht bei mir nicht. Ja, allerdings hat er die Hundebesitzerin dann später doch nochmal getroffen und es hat offenbar auch gefunkt. Am Wochenende besucht und es war ein schönes Wochenende, ja. Da haben wir uns dann verliebt. Ja, aber leider gibt es auch diesmal schon wieder ein Problem. Die beiden müssen nämlich eine echte Fernbeziehung führen. 430 Kilometer sind es von Jürgenshof in Thüringen zu Corinne in Belgien. Tja, also nur noch schnell die wirklich geschmacklose Klingel betätigen. Von Corinnes Hunden beim Essen belästigt werden. Und ein bisschen rumknutschen. Ja, aber das sieht doch alles eigentlich ziemlich harmonisch aus bei euch, Corinne. Wie ist denn das bei dir eigentlich? Liebst du Jürgen wirklich? Ich stehe morgens auf, ich denke an Jürgen. Ich gehe abends schlafen, ich denke an Jürgen. Ich denke immer an ihn. Ja, und auch Jürgen scheint echte Gefühle entwickelt zu haben. Nur ein bisschen oberflächliche vielleicht. An Corinne gefällt mir besonders, sie ist eine attraktive Frau, ja. Sehr flott und sie kann sehr gut kochen. Tja, und eine Sache mag Jürgen nach wie vor wirklich überhaupt nicht. Diese blöden Hunde. Aber das Problem sind die Hündchen. So viele in der Wohnung. Nicht so mein Ding. Ja, allerdings muss man zu Jürgens Verteidigung durchaus eine Sache schon festhalten. Corinne liebt ihre Hunde nämlich wirklich sehr, sehr, sehr doll. Ja, und das kann Jürgen wirklich gar nicht leiden und wird sogar ziemlich eifersüchtig. Ich finde, dass Corinne das ein bisschen mit den Hunden übertreibt. Erst küsst sie die Hunde und dann zum Beispiel mich. Ja gut, aber vielleicht wird es ja einfach besser, wenn Jürgen sich noch ein bisschen intensiver mit den Hunden beschäftigt. Also nimm doch zum Beispiel den einen mal hoch da, diesen sehr schlanken. Tja, und dann machen Jürgen und Corinne endlich zusammen mal ein paar Schweinereien, nämlich Hunde waschen. Jetzt wird's eine Seerobbe. Ja. Dann ist Jürgen noch ein bisschen eifersüchtig. Siehst du, Schatz. Ja, ich würde das auch so genießen, wenn du das mit mir dann so machst. Und dann wird es nochmal richtig emotional, als Corinne Jürgen ihr Herz ausschüttet. Schatzchen, du weißt, ich möchte sehr gerne zu dir nach Thüringen ziehen, weil Fernbeziehung ist ja anstrengend für uns. Ne? Ja, und auch Jürgen offenbart seine Gefühle. Leider. Das ist wunderbar. Aber du weißt, du hast zu viele Hunde. Ja. Und ich habe dafür keinen Platz bei mir zu Hause. Ja, allerdings ist Corinne tatsächlich wirklich sehr verliebt in Jürgen und hat sogar dafür eine Lösung. Meine Kinder wären bereit, schon 3 Hunde zu nehmen, die kleinen. Aber die älteren Hunde müssen halt mit, solange wie sie noch leben. Ne? Ja, und dann nimmt einen noch irgendwie die Nachbarin oder so. Und ich meine, 4 Hunde, das geht doch dann schon, oder? Aber 4 sind immer noch zu viel. Ich habe einfach keinen Platz dafür. Ja. Ja, aber Corinne gibt trotzdem immer noch nicht auf und sagt hier etwas sehr, sehr Wahres. Die haben auch ein Herz und eine Seele. Die möchten auch Liebe haben, oder? Ja, und damit hat Corinne natürlich völlig recht. Jürgen jedoch sieht das immer noch ein bisschen anders und sagte dann ein paar Wochen später das hier. Also, ich möchte euch mitteilen, ich habe mich leider Gottes von meiner lieben Corinne getrennt. Ja, okay, Jürgen, das musst du uns jetzt aber wirklich noch mal ganz kurz erklären. Warum denn bitte? Ich konnte mit der vielen Liebe nicht umgehen. Das war zu viel für mich. Und dann eben auch die Hundis. Ja, Jürgen, ich muss dir ganz ehrlich sagen, das war, glaube ich, eine ziemlich dumme Entscheidung von dir. Tut mir leid, es ist besser so. Ja, der nächste Besuch fand dann bei Bauer Sven und seinem Ekelhof statt. Und Sven hatte ja eigentlich in der letzten Staffel nicht so viel Erfolg bei den Frauen. Das sieht jetzt aber ganz anders aus. Morgen! Morgen!
Ja, und dann erzählt Sven uns auch gleich mal, wie das alles dazu gekommen ist. Typisch für ihn natürlich sehr, sehr wortreich. Die ganz einfach so beantworten. Da die Sabine kennengelernt und ich bin kein Single mehr. Ja, Gefühle für seine Sabine scheint Sven allerdings wirklich jede Menge zu haben. Und das kann er hier sogar richtig schön ausdrücken. Das Lachen, ihre ganze Art, fand ich einfach nur verzaubernd. Hat mich schon ein bisschen erwischt, würde ich sagen. Allerdings gibt es auch bei den beiden leider noch ein Entfernungsproblem. Momentan führen wir noch eine Fernbeziehung, aber es ist so mein Ziel, dass man irgendwann zusammenwohnt. Tja, und um dieses Ziel zu erreichen, muss sich Sven allerdings doch noch ein kleines bisschen ändern. Zum Beispiel dringend mal sein Ekelwohnzimmer loswerden. So, da sind wir in der Höhle des Grauens. Ja, die Höhle des Grauens. Für Veränderungen scheint Sven aber definitiv offen zu sein und ist deswegen auch schon mal fleißig am Abmessen, wobei Sabine das irgendwie viel besser kann. Ich würde ja den Zollstock auf den Boden legen. Steht ein Sofa im Weg, ich kroch da jetzt nicht unter das Sofa. Dann gibt es noch schnell ein Motivationsküsschen. Ja? Eine genaue Definition, was man jetzt eigentlich kaufen möchte. Für mich die wichtigsten Punkte bei der Couch sind vernünftige Fläche, wo man drauf lümmeln kann. Und einen sehr intensiven Couch-Test. Ein bisschen Fußmassage. Kannst du mal den anderen nehmen? Der ist fertig. Und dann hat man auch schon was Passendes gefunden. Die wäre auch schön, oder? Was sagst du? Ja. Tja, aber insgesamt kann man wirklich sagen, die zwei scheinen richtig gut zu passen. Und auch Sabine hat einige Gefühle entwickelt. Also ich würde sagen, ich bin verliebt in Sven. Oh, und auf dem Hof kann sie übrigens auch einiges leisten, denn sie hat einiges an Vorwissen. Ich mag die Landwirtschaft sehr, da ich ja diesen Beruf selbst mal erlernt habe. Also ich habe Tierwirtin gelernt und deswegen fühle ich mich der ganzen Sache auch verbunden. Ja, die beiden passen wirklich gut zueinander. Ich bin mal gespannt, ob es da nicht vielleicht bald mal eine Hochzeit zu feiern gibt. Ich freue mich richtig, hier zu sein, weißt du das? Und das hier mit dir zu sehen, ist wirklich wunderschön. Der nächste Bauer hatte dann hingegen wieder leider nicht so viel Glück wie Sven, scheint daran selbst aber auch nicht ganz unschuldig zu sein. Nach dem großen Wiedersehen haben Bianca und ich öfter telefoniert und haben uns aber dann im Laufe der Zeit, habe ich dann irgendwie feststellen müssen, dass da was fehlt bei mir. Ja, aber ich meine, ihr habt euch doch sogar schon ein Partner-Tattoo stechen lassen. War da denn wirklich nichts mehr zu retten? Ich hätte es mir anders gewünscht, aber leider nein. Tja, und seine Bianca war offensichtlich auch mehr als überrascht von Thomas' Entscheidung. Nicht ganz so unrecht. Seiner Meinung nach ist der Funke nicht übergesprungen bei ihm. Bei mir schon. Ich bin davon ausgegangen, dass es bei ihm auch so war. Tja, aber damit bleibt Bianca dann weiter auf der Suche. Und ich würde ihr auch wirklich einen lieben Typen wünschen. Ich wünsche mir für mich und meine Familie, dass es vielleicht doch noch ein Herzensmensch gibt für mich. Aber auch Thomas muss übrigens wenigstens nicht völlig alleine klarkommen, denn er hat da ja noch einen Freund aus der letzten Staffel. Christian und ich sind Kumpels geworden und ja, er kommt mich öfter mal besuchen, weil hier ist mehr Party als bei ihm. Ja, und auch Christian hat übrigens scheinbar eine neue Freundin, eine, die wir irgendwie noch gar nicht kennen und die Thomas auch ziemlich gut zu finden scheint. Du bist ja noch hübscher als auf dem Bild, ey. Hm, hätte zu viel versprochen, nee, ne? Ja gut, aber Christian, dann erklär uns doch mal, wer ist denn das und wie hast du sie kennengelernt? Ja, das ging relativ schnell mit der Svenja, muss ich sagen. Ja, heute die Polter, haben wir ein bisschen telefoniert, geschrieben, ich bin hingefahren, ja, sie macht die Tür auf und irgendwie habe ich gedacht, jawohl, ja, das ist es. Tja, beim nächsten Wiederbesuchsbauern war ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass das Ganze nicht klappen würde, aber schauen wir doch mal, wie Alpaka-Züchter Henry sich so schlägt. Der Henry und ich, wir sind ein Paar, ist es jetzt auf jeden Fall mal eine Fernbeziehung. Okay, das ist jetzt durchaus mal eine ganz angenehme Überraschung, findet Henry scheinbar auch. Wenn ich dann ihr Gesicht sehe, ihre glänzenden Augen, dann weiß ich, mir geht's gut. Tja, und weil Henry auch gerade noch Geburtstag hatte, wird er natürlich direkt mal nachgefeiert mit einer leckeren Torte. Ist das eine Sachertorte? Ja. Oh, cool. Die sieht aber wirklich lecker aus, aber die hat da einen kleinen Unfall, oder? Das musst du jetzt nicht besprechen. Wir schneiden den Unfall ab. Ja, aber auch Henry hat seiner Herzdame ein Geschenk mitgebracht. Ein wundervoll romantisches. Ein richtiges Frauengeschenk? Ja, ein Akkuschrauber. Den habe ich mir schon immer gewünscht. Ja, aber glücklicherweise ist dann doch kein Akkuschrauber, sondern nur die Verpackung davon. Und das eigentliche Geschenk befindet sich im Inneren. Ein Rundflug? Ja, aber es ist doch schön zu sehen, dass es zwischen euch ziemlich gut klappt. Da stellt sich natürlich nur die Frage, wie klappt es denn eigentlich zwischen Henry und deinen Tieren, also den Lamas? Ignorieren die uns gerade? Ja.
Ja, aber auch da beweist Henry mehr Feingefühl, als ich erwartet hätte. Und kann die Tiere mit purer Präsenz in den Stall treiben. Die Richtung stimmt schon mal. Muss ich was sagen? Ah. Tja, cool. Dann würde ich auf jeden Fall bei euch zwei auch mal sagen, ziemliches Happy End. Ich wünsche mir schon, dass Sabine eines Tages zu mir zieht. Weil wenn dann alles an einem Fleck ist, Sabines Lamas und meine Alpakas, dann ist man dann auch zufrieden. Und ja gut, dann fehlt jetzt ja eigentlich nur noch das Traumpaar der letzten Staffel, nämlich Tanja und Burkhard. Ich bin jetzt wieder einsam und Single. Wie zum Teufel ist das denn passiert? Vor ein paar Monaten sah es doch noch so aus. Ich liebe dich wirklich, ich habe mich in dich verliebt. Ich liebe dich auch. Okay, also ehrlich, Burkhard, da bist du uns jetzt auf jeden Fall mal eine Erklärung schuldig. Ich wusste wohl, dass wir uns gestritten haben, aber dass es vorbei war, das wusste ich nicht. Warte mal, nur dass ich das auch wirklich richtig verstehe. Du wusstest nicht mal, dass Schluss ist? Tanja hat es auf Facebook gepostet und somit war mir das irgendwann mal klar, dass es vorbei wäre. Okay, ich glaube, aus Burkhard bekommen wir nicht mehr raus. Also los, Inka, fahr doch mal bitte schnell zu Tanja und begrüß sie so, als wärt ihr irgendwie verliebt oder so. Na, mein Schatz. Na? Na? Okay, Tanja, jetzt bin ich aber wirklich mal gespannt. Was ist denn nun passiert? Meine Tochter Patricia hatte am 10. Dezember einen sehr schweren Autounfall. Sie ist bei Glatteis gegen einen Baum gefahren. Oh, okay, das klingt jetzt wirklich ziemlich krass. Und Tanjas Tochter schwebte sogar mehrere Tage lang in Lebensgefahr. Ich wusste zumindest die ersten 4-5 Tage überhaupt nicht, ob sie es wirklich schafft, weil sie nicht mehr selbstständig geatmet hat. Und tja, und in dieser Zeit hat sich Burkhard dann leider überhaupt nicht wie ein Gentleman oder so verhalten. Eher im Gegenteil. Er hat sich eigentlich gar nicht mehr gemeldet. Ja, aber habt ihr denn wenigstens noch mal geredet oder so? Zu einer persönlichen Aussprache ist es nie gekommen. Ich hätte sehr gerne mit Burkhard geredet und konnte aber selber nicht hinfahren. Okay, aber auch hier nur, dass ich das wirklich richtig verstehe. Du hast ihn schon darum gebeten, dass er kommt, oder? Ich hatte ihn mehrfach darum gebeten, dass er zu mir kommen möge. Und aber das kam leider von Burkhard nicht. Und sowas wie eine finale Aussprache zwischen euch? Wird es die wenigstens noch geben? Er möchte nicht, dann akzeptiere ich das jetzt so. Tja, aber um wirklich nichts unversucht zu lassen, ist Inka dann nochmal zu Burkhard gefahren, der für den Besuch auch sicherheitshalber gleich mal 4000 Stück Kuchen eingekauft hat. Ach Gott, wer soll denn den ganzen Kuchen essen, sage mal? Burkhard. Ja, okay, Burkhard, aber dann erzähl du doch jetzt bitte auch nochmal, warum habt ihr euch denn deiner Meinung nach getrennt? Ich habe einen Sohn und Pferde. Und da war Tanja eifersüchtig, weil ich mehr Zeit mit denen verbringe. Ja, okay, das klingt jetzt aber eher nach einem Nebengrund oder so. Was war denn jetzt mit der Sache mit Tanjas Tochter? Wolltest du da wirklich nicht hinfahren? Ich habe auch schon bemüht, dass ich da hinkam. Ich hatte das in 14 Tagen hatte ich das geregelt gehabt. Ja, aber dass Burkhard anfangs nicht da war und Tanja das logischerweise als großes Problem empfand, das hat er irgendwie nicht so ganz verstanden. Weil jedes Mal wieder Streit kam, dass ich keine Zeit für ihr hatte, derzeit. Wo das mit ihrer Tochter passiert ist. Ja, aber Burkhard, ich frage jetzt sicherheitshalber noch mal ein allerletztes Mal. Meinst du wirklich, dass man da gar nichts mehr kitten kann? Nein. Ich habe da auch mit abgeschlossen mit Tanja. Tja, und das war's dann mit diesem traurigen Ende leider auch schon wieder mit dieser Folge Bauer sucht Frau. Aber in ein paar Monaten geht ja hoffentlich endlich wieder die neue Bauer sucht Frau International Staffel los, die ich dann natürlich auch wieder fleißig kommentieren werde. Wenn du das nicht verpassen willst, dann solltest du mir jetzt unbedingt ein Abo dalassen. Und was du vielleicht auch nicht verpassen solltest, ist übrigens meine Patreon-Seite. Patreon ist nämlich ein Service, bei dem du mich ein kleines bisschen finanziell unterstützen kannst und dafür alles mögliche wie zum Beispiel Podcasts, Briefe, besondere Erwähnungen in Videos und einiges mehr zurückbekommen kannst. Den Link dazu findest du ganz oben in der Videobeschreibung. Und glaub mir, Patreon ist wirklich ziemlich wichtig für meinen Kanal, denn so ganz ohne gäbe es wahrscheinlich deutlich weniger Videos. Gut, dann musst du dem Video jetzt eigentlich nur einen Daumen nach oben geben, aber das solltest du sowieso besser tun, denn sonst bist auch du bald so dick wie der gebadete Hund. Ja, da oben ist natürlich wieder ein Video, das der YouTube-Algorithmus nur für dich vorgeschlagen hat. Da unten ist meine Playlist mit wirklich vielen, vielen Bauer sucht Frau-Videos. Da ist der niedlichste Abo-Button der Welt. Und auch heute gibt es natürlich wieder ein besonderes Dankeschön für Pascal, Annalena, Greg, Dominik und viele, viele andere. Tschüss!